ich atme mit. Ich versuche sie einzuladen, mitzugehen, mit mir. Weil über die Atmung kann ich mich arg beruhigen. Der Berg, der steht für mich für Geburt. Ich sehe mich als Bergführerin und das Ärzteteam als die Bergrettung. Ich hatte schon Heavy-Metal-Geburten. Ich hatte aber auch schon so Kuschelrock-Atmosphären. Ich hatte auch mal ein Pärchen betreut. Da kam er mit seinem Cello in den Kreissaal. Das wurde dann laut. Ich bin jetzt seit 18 Jahren Hebamme und das sind pro Jahr so 120 Geburten in etwa. Ein ganzes Dorf. Manches Mal werde ich umarmt und geküsst. Manches Mal kommt nochmal die ganze Familie mit den Geschwistern und besuchen mich. In meinen Augen sind alle gleich. Und mir ist es auch egal, wie sie versichert wären. Für mich steht die Unterstützung und die Hilfe für die Frauen und Paare an erster Stelle. Und ich denke schon, dass alle gut versorgt sind. Wenn ich mehr medizinische Leistungen und differenziertere Untersuchungen brauche, dann kostet es auch mehr Geld. Noch ganz klein. Würden sich die nicht untermischen, die Privatpatienten, dann hätte ich mit Sicherheit ein Problem. Ja, dann ist die Frage, ob ich weiterarbeiten kann.